Scarlet War enters seventh year. Direct shield spell death for UEE Navy. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Diesmal geht's in unserem Voice-Over um die Anvil Hurricane, deren Konzept hier ja gerade noch läuft. Die Anvil Hurricane wurde ursprünglich von Casa Aerospace gebaut, und zwar als Antwort des UEE gegen die Phalanx-Schilde der Tevarin. Dabei ging es nicht darum, dass die Hurricane die Tevarin-Schilde zerstören sollte oder runterschießen, sondern dass sie um die Schilde herumfliegen soll, möglichst schnell, um dann in kürzester Zeit ganz viel Schaden anzurichten. Allerdings wurde das Schiff erst wirklich gegen Ende dieses Krieges serienreif. Das heißt, erst als Koratal bereits quasi mit seiner Flotte in der Atmosphäre verglüht war, waren die Schiffe in so einer Anzahl vorhanden, dass sie wirklich einen Impact in dem Krieg gemacht hätten. Und deshalb wurde die Anvil Hurricane relativ schnell ausgemustert, denn sie war irgendwann ein Kriegsschiff ohne einen Krieg. Erst 2867, als die Vanduul dann Caliban angriffen und Tiber und Virgil 100 Jahre zuvor an die Vanduul gefallen waren, nahm Anvil Aerospace dieses Konzept wieder auf und hat die Hurricane auf ein Update vorbereitet. Ursprünglich ging es hier um ein Schiff, das eigentlich als Starterschiff gedacht war. Da gab es damals ein Voting, wo zum Beispiel auch die Reliant von Misk dabei war, die dann auch schließlich gewann. Und als es sich dann darum handelte, dass man sich dieses Konzept nochmal ransieht, wurde das Schiff eben sehr stark verändert, wurde komplett überarbeitet und im Grunde genommen wurde vor allem der Turm als zentrales Merkmal daraus genommen. Der Konzeptartist, der daran beschäftigt war, hatte sehr, sehr viele Informationen, bevor er überhaupt an die Konzeptarbeit ranging. Er wusste, das Schiff soll 22 Meter lang werden, es soll ein Fighter sein, es soll einen Piloten und einen Gunner beherbergen können, es soll sehr starke 6 Bordwaffen an Bord haben und vor allem ein bemannter Turm soll auf jeden Fall 4 Waffen tragen, also ein Feelingsturm sein. Dabei konnte er darauf zurückgreifen, dass der Pilot und der Gunner eben beim Einsteigen zum Beispiel die Animation der Gladiator benutzen, die wir ja jetzt alle von dem Flight-Ready-Schiff schon kennen. Alles zusammen fügte er dann in ein Konzept ein und orientierte sich natürlich sehr stark am Anvil Aerospace Style Guide, also an der Art, wie dieser Hersteller seine Schiffe baut. Die Gladiator dabei ist quasi das Schwesternschiff der Anvil Hurricane, tatsächlich dabei eher als leichter Bomber gedacht, wohingegen die Hurricane vor allem durch ihre Bordbewaffnung eben den Einschlag macht. Der Einstieg soll dementsprechend gleich sein und so hat er sich für das erste Design auch die Schiffe von Anvil nebeneinander gelegt und viele Teile einfach erstmal zusammengesteckt. Das heißt, er hat sich zum Beispiel das Cockpit von der Hornet und der Gladiator zusammengefügt, dann auch den Mittelteil mit dem runden Teil eben erstmal zusammengesteckt und so erste Skizzen und Mockups erstellt und mit diesen ist er dann sozusagen weiter, eine Instanz weitergegangen und es wurden erstmal grundsätzliche Designentscheidungen getroffen, bevor er sich dann an die weiter ausgearbeiteten Konzepte gesetzt hat. Entwickelt wurde dieses Schiff ursprünglich zusammen mit dem Prowler-Konzept, das heißt zur gleichen Zeit und da kam ja das erste Mal dieses in eine Richtung gerichtete starke Schild, dieses Phalanx-Schild auf. Die Entwickler dachten sich, dass es total spannend wäre, wenn an der Stelle man vielleicht eine Antwort erschaffen würde, einen Jäger, der als Antwort auf dieses Prowler-Konzept dienen könnte. Dabei sollte es gar nicht so weit sein, dass das Schiff jetzt die Möglichkeit hätte, diese Schilde zu durchschlagen, weil die Schilde eben als extrem stark gelten von den Tevarin, sondern jemand kam auf die Idee, was passiert denn, wenn man einen Jäger macht, der vor allem dafür gedacht ist, um dieses Schild herumzufliegen, die Prowler von hinten anzugreifen und dann in kürzester Zeit so viel Schaden zu machen, dass man so ein Schiff dann auch schnell zerstören kann. Das in der Moderne ist das jetzt vor allem dienlich gegen größere oder stationäre Ziele, die sich relativ langsam bewegen und wo die Anvil Hurricane darauf ausgelegt ist, in kurzer Zeit mit maximalem Schaden anzugreifen und dann auch genauso schnell wieder abzuhauen. Des Weiteren ging es dann hier um den Turm, der wirklich das Fokus des Designs ist. Dieser soll nämlich vor allem dann auch die Möglichkeit haben, nach so einem Angriff, einem Strafing Run, die Verfolger aufs Korn zu nehmen und dementsprechend mit dem Satz zu glänzen. Und das war ein Satz, der dieses Konzept begleitet. Kopf voran in die Gefahr,
war und dann lass sie bereuen, dass sie sich dich versucht haben zu verfolgen. Und genau das ist im Grunde genommen das Kernstück dieser Hurricane-Logik, die dahinter steht. Das Schiff ist sonst insgesamt relativ underpowered, abgesehen eben von den Waffen und den massiven Triebwerken, was ihm eben eine schnelle Vorwärtsbeschleunigung gibt. Zum Beispiel wird eine volle Energiewaffenlast nicht sinnvoll sein, beziehungsweise nur dann nutzbar, wenn man eben dafür andere Systeme aufgibt. Und das könnte zum Beispiel die ohnehin schon relativ schwachen Schilde beinhalten und die Panzerung, zu denen die Entwickler selbst sagen, das Beste, was man über die Panzerung der Anvil Hurricane sagen kann, ist, dass sie überhaupt welche hat. Nun, es ist also hier ein Schiff, was für den schnellen Erfolg gebaut ist, das heißt lange Dogfights, wo die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch ist, dass man doch getroffen wird, sind hier nicht das Richtige. Die Designer nennen das Schiff nicht umsonst den sogenannten Glashammer. Also das bedeutet ein Schiff, was viel austragen kann, aber sehr, sehr wenig einstecken kann. Dabei hat die Hurricane eben ein eindeutig erkennbares Anvil-Schiff-Design, das heißt, sie ist gestreamlined auf dieses Design und es wurde in gewisser Weise auf den Punkt gebracht. Denn dadurch soll der Wiedererkennungswert von dem Anvil-Design eben deutlich gesteigert werden. Das bedeutet die Flügel, das Cockpit und die Nase und natürlich auch dieser charakteristische Kreis in der Mitte im Design sollen in jedem Fall zeigen, dieses Schiff ist von Anvil Aerospace gebaut. Das soll auch helfen, das Schiff auf die Entfernung gut zu identifizieren. Und wenn man genau hinguckt und ein bisschen Fantasie walten lässt, sagen die Entwickler, sieht man in der Top-Ansicht sogar ein bisschen was vom Logo von Anvil Aerospace in diesem Design. Ja. Im Grunde kann man zum Abschluss noch sagen, dass hier eine sehr verwegene Crew notwendig ist, um dieses Schiff wirklich zu bemannen. Das heißt, gerade der Gunner legt sein Leben in die Hände des Piloten und der Pilot selber muss auch in gewisser Weise eine coole Sau sein, damit er sich wagt, mit diesem Schiff, was quasi keine Panzerung besitzt, in den direkten Angriff zu geben. Und wie der Designer selbst sagt, er muss auf Krawall gebürstet sein. To cause a ruckus.